Also guten Morgen, wir haben ja einen Wochenplan gekriegt für die Schule. Wir haben den Text zwar noch nicht, den Frederik-Text, dann lesen wir jetzt einen anderen Text. So. Eine beste Freundin. Als ich am nächsten Tag nach der Schule mit zu Tina ging, entdeckte ich ein Foto. Es war ein großes Farbfoto und es hing in Tinas Zimmer über ihrem Bett. Man sah es sofort. Ein Mädchengesicht war es. Ein lachendes Mädchengesicht mit einem großen Mund und blinzelnden blauen Augen. Und um das Gesicht herum wogten kurze, helle Locken. Diese Fotografie war vorher nicht da gewesen. Zuerst tat ich so, als ob ich sie nicht sähe. Ging einfach hinein und setzte mich an den Schreibtisch und fummelte an ein paar Bleistiften herum und versuchte so auszusehen, als ob mir gar nichts aufgefallen wäre. Aber mir war sehr komisch zumute. Mir fiel das Atmen schwer und meine Finger waren steif und ungeschickt. Ich versuchte nicht zu Tinas Bett zu gucken, aber meine Augen wollten offenbar etwas ganz anderes als ich. Sie guckten mehrere Male schnell hin und jedes Mal sahen sie, dass über Tinas Bett tatsächlich das Foto von einem lachenden Mädchen hing. Schließlich musste ich sie einfach fragen: Wer ist übrigens das Mädchen an der Wand? Fragte ich. Ich versuchte so zu tun, als ob mir das eigentlich ziemlich egal wäre. Und Tina antwortete hastig, fast so, als ob sie die Frage erwartet hätte: Das ist meine Freundin in Vexil, wo ich früher gewohnt habe. Sie heißt Maria Linde. Dann wurde es still. Wir schwiegen beide eine Weile und betrachteten das Mädchen an der Wand. Maria Linde mit dem großen lachenden Mund und den blinzelnden blauen Augen. Sie sah nett aus. Deswegen war es schwer, sie zu hassen. Denn ich musste sie hassen. Ich hatte es längst geahnt. Ich wusste ja, dass Tina Briefe schrieb und Briefe bekam. Aber über Maria Linde wollte sie wohl auf keinen Fall reden. Dabei war Maria Linde der Grund, warum Tina manchmal traurig aussah. Plötzlich, an diesem dunklen Dezembernachmittag, an dem es heftig stürmte und die Fensterscheiben befroren waren, erzählte Tina, Maria und ich waren beste Freundinnen. Seitdem wir 2 Jahre alt waren. Wir wohnten in benachbarten Häusern. Jedes Spiel, das ich in meinem Leben gespielt habe, hab ich zuerst mit Maria gespielt. Wir gingen in denselben Kindergarten und in der Schule in dieselbe Klasse. Sie sah froh aus, während sie das erzählte. Ihre Augen leuchteten auf, auf besondere Weise. Und ihre Backen waren ein bisschen rot. Dann mussten wir wegziehen, sagte sie und schwieg eine Weile. Ich wollte nicht wegziehen. Niemand in unserer Familie wollte das. Aber Mama und Papa haben hier beide Arbeit gefunden. Als wir abfuhren, sagte Maria, ich krieg nie mehr eine Freundin wie dich, Tina. Du sollst immer meine beste Freundin sein. Das hat Maria gesagt. Und da habe ich das Gleiche gesagt. Ich werde nie eine andere beste Freundin haben. Nur dich, Tina. Nur dich. Tina schaute hastig auf, nachdem sie das gesagt hatte.
Aber dann wich sie rasch aus mit den Augen und warf die Zöpfe mit einer kleinen Kopfbewegung auf den Rücken. Ja, super gelesen. Das war ja ganz super. Dankeschön. Toll gemacht. Das sind Briefe.